Aber ich möchte Geld. Pass auf, wir kaufen was und dann geben wir die, geben wir Geld. 500 Pech. Ja. Ja, für mich. Man merkt schon, ne? Ja, das muss direkt richtig dargestellt werden. Ja. Aber ist vollkommen richtig so, ne? Ich meine, aus Sicht des Finanzamts ist das, was ihr macht, keine Hobby, weil ihr viel Geld damit verdient. Moin, Mike. Moin. Siehst müde aus, ne? Ja? Quatsch. Bei dir sieht man das nicht, nur weil du Sonnenbrille anhast. Ja. Mein Kaffee. Jo. Also du siehst müde aus. Ja. Hast du gestern gesoffen? Es geht dann. Ja, nur Wein. Der Milan ist da. Hi, grüß dich. Wie geht's? Oh. Alles Paletti? Ja, läuft. Bei euch. Hallo. Wunderbar. Komm rein. Wir quatschen jetzt ein bisschen was, so wie die Zukunft halt aussieht. Über unsere Zukunft, ne? Ja, ja, über unsere Zukunft mit Milan Sokolov. Und danach fahren wir in die Halle und gucken uns die mal an, weil da halt auch im Prinzip die nächste Zeit alles abspielen wird. Ein großer Punkt wird auf jeden Fall sein, warum wir keine VV GmbH haben. So Leute, eins ist gewiss, ne? Es gibt tausend Wege nach Rom, gerade Richtung Steuer und Strukturen und keine Ahnung was. Ich glaube, bei uns allen brummt der Kopf. So, jetzt geht's ab bei uns in die Halle, die noch nicht fertig ist. Das ist ein Freiluftklo, so perfekt, Cabrio. Keiner sieht dich unten rum und du kannst in der Landschaft gucken. Ja, ich liebe es. Ja, hier unten eine Toilette, WC, kommt aus dem Waschbecken, da soll die Küche rein. Okay. Und oben ist dann sozusagen Büro. Also, wo kommen die Fitnessgeräte? Ja, irgendwo hier rein. Ja, ist gut, aber für die Fitnessgeräte ist erstmal wichtig zu wissen, ob wir die nachher auch steuerlich absetzen können, weil sonst ist das ja ganz schöner Blödsinn. Aber da kommen wir dann gleich zu. Ja, und hier werden wir dann auch unsere Einweihungsfeier, wollen wir dann hier am 11. September machen. Dann stellen wir hier alles voll Tische, aber dann auch ein bisschen Licht, Musik. Alle Leute, die das jetzt sehen, ihr könnt kein Ticket mehr dafür gewinnen. Die Zeit ist jetzt definitiv abgelaufen. Ne? Vielleicht ganz kurz, ganz viele Leute haben uns immer geschrieben, warum gründet ihr keine VV und das macht doch Sinn, das zu versteuern und weniger Steuern zu zahlen. Und ich sag mal, wir haben ja schon immer einen großen Plan gehabt, davon irgendwann zu leben, komplett. Nur von den Mieteinnahmen erstmal zu leben und alles andere nebenbei aufzubauen. Und jetzt vielleicht du als Steuerberater, hat das Sinn gemacht oder ist eher Blödsinn? Oder gibt es eine gute Mischung? Oder? Ja, das ist natürlich immer abhängig von der jeweiligen Situation, von den Höhe der Einkünfte, weil natürlich bei der GmbH haben wir konstanten fixen Steuersatz und bei den persönlichen Einkünften oder über Personengesellschaft haben wir diesen progressiven Steuertarif. Also je höher die Einkünfte, desto höher auch der Steuersatz. Und da kommen auch viele Faktoren ins Spiel, also ob man verheiratet ist, wie viele Kinder man hat und so weiter. Ob man also zusätzliche Ausgaben hat, Spenden und so weiter. Und jetzt für euch, denke das hat... war tatsächlich auch die beste Lösung, erstmal keine VV GmbH zu gründen für die Mieteinnahmen, weil ihr seid auch sozusagen alle verheiratet mit Kindern und dadurch ist der Steuersatz nicht so hoch, weil natürlich man hat auch diese Zusammenveranlagung, wo dann auch die Einkünfte auf beide Ehepartner sozusagen rechnerisch aufgeteilt werden und die Mieteinnahmen waren am Anfang auch nicht so hoch. Das war erstmal noch alles im Aufbau und ist konstant gestiegen. Bei euch war schon von Anfang an die Idee, dass man, dass man auch davon leben kann. Und es ist immer so, dass auch natürlich man hat bei der VV GmbH erstmal nur 15% plus Soli, also ca. 15,8% Steuersatz. Das ist aber nur, solange die Einkünfte, also die Gewinne in der GmbH verbleiben. Wenn man die Gewinne ausschütten möchte aus der GmbH, dann kommt auch nochmal die Kapitalertragssteuer, also 25% plus Soli, also ca. 26,4%. Und natürlich, wenn man erstmal hat nur ca. 15% gezahlt, aber wenn man auf die anderen 85% nochmal 25% zahlt, ist man schon bei knapp 40% Steuern. Und da denke ich, wenn man so Zusammenveranlagung und Kinder berücksichtigt, ist man immer noch darunter. Ja, wir haben uns halt damals irgendwann gesetzt, so ein Fuck You Money nennen wir das immer. Ne? Das ist das Geld, was wir zum Leben brauchen. Das haben wir in unserem Job verdient. Mhm.
Und das ist unser Ziel, das halt durch Vermietung und Verpachtung zu kriegen. Ne? Und wollten eigentlich das so ein bisschen mit dem Job halt so ein bisschen regulieren und das irgendwo auf ein Level bringen, Job reduzieren, wenn das mehr wird. Hat leider nicht geklappt, ganz auf der Arbeit. Deswegen müssen wir jetzt unser Fuck You Money voll machen, dass wir da die Möglichkeit haben, auch den Job komplett aufzugeben und unseren Traum halt zu verwirklichen. Ne? Genau. Und deswegen glaube ich, auch die 2 Jahre jetzt, bis es vielleicht so weit ist, wo die Mieteinnahmen schon mehr werden, da kommt ja doch eine höhere Steuerlast, macht wahrscheinlich dann auf lange Sicht dann, genau, wird sich auszahlen. Ne? Und natürlich, das ist auch immer der Vorteil und beziehungsweise die Überlegung, wenn man schon diese, ja, Mieteinnahmen schon aufgebaut hat, dann kann man überlegen, ab jetzt schon die neuen Objekte in VV GmbH zu packen, damit dann sozusagen die zusätzlichen Mieteinnahmen dann günstiger versteuert werden und dass man keine Ausschüttungen braucht. Ja. Ich habe ja vorher gesagt, uns raucht allen drei der Kopf, weil wir ein bisschen über unsere Zukunft geredet haben, Strukturen. Ne? Wir haben auch geredet, lohnt sich eine Holding für uns zu gründen. Wir wollen eine Fix- und Flip GmbH gründen, das kann ich euch schon mal sagen. Wir haben unsere GbR Vermieters. Lohnt sich da eine Holding drüber, wo man dann nachher vielleicht auch eine VV drunter macht? Weil ab einer gewissen Summe Einnahme lohnt sich eine VV, das ist ja ganz, genau, klar. Ne? Da auch natürlich nochmal der Hinweis, also unabhängig von der Höhe, also die Höhe, die relevant ist, ist nicht, wie viel man Mieteinnahmen, also wie hoch die Mieteinnahmen sind, sondern wie viel man von den Mieteinnahmen in die GmbH oder zum Investieren lassen kann. Also weil auch wenn man so, ja, 1 Million Mieteinnahmen hat und alles zum, ja, privaten Konsum oder Lebensunterhalt benötigt oder so, ja, luxuriöses Lebensstil, dann würde auch die GmbH nichts bringen, weil man das Geld trotzdem ausschütten würde. Ne? Auch wenn das Objekte also, sind, die 10% Rendite machen. Es gibt ja, genau, Leute, die sagen, ab 10% muss in eine VV. Aber ja, die Frage ist, wie viel man zum Leben die GmbH so, sozusagen lässt. Also das ist das Entscheidende. Ich würde jetzt ganz grob sagen, einfach, ne, rechnet aus, wie viel ihr von euren Mieteinnahmen ausgeben wollt. Und das, die Summe macht keinen Sinn, in einer VV zu haben, jetzt so grob gesagt. Ne? Weil wenn man das nicht ausschüttet, dann ist es definitiv teurer und deswegen haben wir keine VV. Schmeichel, voll das geile Gerüst, ne? Ja, oh, auf jeden Fall. So, jetzt werden wir hier auch brauchen, ne? Ja, oder wir fragen einfach, ob die das stehen lassen. Ne? Ja, gerade für hier, wir müssen uns auch überlegen, wie wir hier Lampen aufhängen und sowas. Ja, auch für unsere Einweihungsparty, wie wir die Discolampen hier dran machen. Hier wird Büro sein, hier werde ich die Videos schneiden, hier wird der Thomas das Verwalten machen, der Eduard wird Objekte suchen und mit der restlichen Zeit lassen wir uns dann was einfallen. Auf jeden Fall müssen wir hier ein bisschen Geld verdienen. Schön, schön, echt. Thomas, könntest du nochmal oder Eduard? Ja, ein wichtiger Punkt, den wir heute auch geklärt haben, ist, wie es aussieht. Ne? Wir haben ja unseren YouTube-Kanal, das ist ja auch sozusagen wie eine eigene Firma. Ne? Ob man dann so Sachen wie Küche, Fitnessstudio, was wir euch dann natürlich auch hier in den Videos zeigen. Wir haben vor, irgendwann, ich bin übelst gern letzte Zeit in die Sauna gegangen, sich eine Sauna hier einbaut, man das zeigt, den Aufbau. Ne? Und perfekt wäre ja sowas auch, wenn man das über unseren YouTube-Kanal steuerlich absetzen kann. Ne? Da muss man diese Trennung zwischen ja, beruflich oder betrieblich und privat beachten. Wobei diese Räumlichkeiten hier, das ganze Halle, das ist alles sozusagen für den YouTube-Kanal und für die Tätigkeit. Sozusagen, das ist, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erzielung der Einkünfte. Und deswegen sollte auch diese Ausgaben auch abgesetzt werden. Natürlich, klar, wenn man so eine Ecke da macht, wo man sozusagen privat nutzt, kann man die Kosten dafür nicht absetzen. Aber für Büros sind grundsätzlich Getränke, also Kaffee, Tee, Wasser, es können abgesetzt werden, das ist üblich. Und die Fitnessgeräte natürlich, da sind davon abhängig, wie man das genau ausgestaltet, aber das wird wahrscheinlich alles gezeigt und wird auch als Anreiz sozusagen für die neue Zuschauer sozusagen, neue Follower, ja, zu gewinnen. Natürlich. Und dann wird man auch gezeigt, weil bei euch ist auch diese handwerkliche, ja, Ausrichtung sehr stark vertreten, deswegen, wie man jetzt die Geräte aufbaut und wo man die bestellen kann, bei welchem Anbieter, wenn man das alles verknüpft, kann man das auch steuerlich geltend machen. Tipptopp. Also natürlich, ja, klar, da muss man im Einzelfall nochmal prüfen, also jetzt nicht Garantie für alle Fälle und so. Ja, ja, das musst du als Steuerberater sagen, für mich reicht das schon. Ganz einfach. Genau. Ja, dass wir keine falsche Erwartung, ja, natürlich, dass das immer so funktioniert. Das ist natürlich, man muss in jedem Fall jetzt bei jedem nochmal genauer geprüft werden, als jetzt
nicht so, dass Fitnessgeräte immer abgesetzt werden können. Also es, die Leute können jetzt nicht zu Hause sich ein Fitnessstudio einrichten, genau, einen Instagram-Post machen und ihr könnt das absetzen. Also es müssen Einnahmen damit generiert werden, das genau, ist somit der wichtigste auch, Punkt. Ne? Ja, der wesentliche Grund sein. Also nicht, dass man sagt, okay, ich mache jetzt ein Video und dann bekomme ich ein paar Euro dafür und deswegen kann ich die Fitnessgeräte alles absetzen. Es ist nicht so, aber bei euch ist klar, dass ihr das auch für den Kanal macht. Und weil wenn es nur privat wäre oder wenn es privat wäre, könnt ihr auch zu Hause das machen. Eindeutig, dass es im betrieblichen Bereich ist. Ne? Ja. Deswegen wird auch hier gemacht und nicht in eure Häuser oder Wohnungen, sondern hier. Ne? Ja, genau. Wir machen halt unsere Hobbys zum Beruf. Jo. Genau, also, natürlich, weil in eurem Fall ist ja umgangssprachlich Hobby, aber aus Sicht des Finanzamts ist kein Hobby, weil ihr damit Geld verdient. Ja. Deswegen ist es nicht, ja, man merkt schon, ja, klar, das muss direkt richtig dargestellt werden, ja. Aber ist vollkommen richtig so. Ne? Also, weil aus Sicht des Finanzamts ist das, was ihr macht, keine Hobby, weil ihr viel Geld damit verdient. Und deswegen sind alle Einnahmen auch steuerpflichtig, müsst ihr die versteuern, aber dementsprechend dürft ihr auch alle Ausgaben, die im Zusammenhang mit den Einnahmen stehen, auch absetzen. Ne? Ja. Wir gehen auf jeden Fall jetzt noch was essen, ne? Ich weiß gar nicht wo und was. Ja. Wir holen uns irgendwas Dönermäßiges. Ja. Makrel-Hennef. Makrel-Hennef. Hol dir mal einen XXL-Döner. Haben wir ja. Das schon mal gegessen? Nee, der kennt ihn noch nicht. Doch, wir haben gegessen. Wir haben so ein Video gemacht, das ist so ein großer Lunder. Ja, ja, haben wir, ja. Ey, jetzt könnt ihr euren Spaß haben, Alter. Mike, was isst du? Ja, ich sag jetzt mal, ich will meine Ernährung ein bisschen umstellen. Ich will ein bisschen mehr gucken, dass ich weniger Fleisch esse und sowas. Und das wird mit euch auf jeden Fall schwierig. Ja, aber wie heißt es? Ich nehme auf jeden Fall einen Döner-Teller. Du bist schon extrem dünn, Alter. Wie dünn willst du? Was für dünn, Mann? Ja, das ist halt auch eine Bedingung von mir, dass ich nicht abnehme. Ne? Ich will auf gar keinen Fall will ich abnehmen dadurch. Ja, ja, haben wir auch. Und du warst auch die Allerbeste, ehrlich. Wirklich? Ja, ja. 100%. Ja, du kannst in den YouTube rein, das ist kein Problem. Tipptopp, einmal frei. Aber ich möchte Geld. Pass auf, wir kaufen was und dann geben wir Geld. 500 Reis. Ja. Ja, für und du? Ich nehme einen Falafel-Teller, bitte. Okay. Einmal Falafel-Teller. Zweimal Döner und zwei Pommes, ja? Ja. Sehr gerne. Hast du gesundheitliche Probleme? Nee, ich will einfach mal probieren. Weißt du, es gibt so viele Ernährungsexperten, die wissen, was gut ist und was schlecht ist. Ich habe mir gedacht, ich weiß das nur, wenn ich es mal einmal ausprobiere. Ne? Und wenn es nach einem halben Jahr, wenn ich sage, es bringt nichts, dann höre ich auch direkt wieder damit auf. Aber wenn es was bringt, werde ich es weitermachen. Aber der hat ja schon viele Ausnahmen geschaffen. Immer wenn was Besonderes ist und so, dann darf genau, man also ich mach das nicht aus irgendwelchen Ideologien oder was, sondern einfach nur wegen Gesundheit. Ne? Oh, ist ein cooler Nebeneffekt, dass nicht schlecht für die Umwelt ist oder sowas. Außer, ne? Der fährt zu Besuch, außer Besuch ist da, außer wir machen irgendwas unterwegs, außer wir sind am Renovieren. Normalerweise stellt er gar nichts um. Nein, Mann, das will ich jetzt doch ein bisschen anders machen. Deswegen sowas heute wie hier ist keine ist Ausnahme. Nein, nee, heute ist keine Ausnahme. Heute ist Respekt. Heute ist Alltag. Mann, aber ist auch gerade der Anfang. Ne? Ja, ja. Es ist dritter Tag. Und du hast Sonnenbrille an, das passt definitiv. Ich hab da halt vorher wirklich dieses Wort 6 Monate gehört. Ne? Ja, was denn? 6 Monate ist wirklich lange. Ja, 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 aber 6 Monate werde ich das machen auf jeden Fall. Ja. Wie genau werdet ihr jetzt auch weiter sehen. Normalerweise müsste es halt eine Bestrafung geben für Nicht-Einhaltung. Ja, was denn? Ja, ansonsten ist es zu einfach. Nee, logisch. Du gibst, das heißt, wenn du das einmal nicht einhältst, gibst du uns am nächsten Tag einen McFlurry aus. Ja, gucken wir. Wir müssen abwarten. Was sagst du? Die zurückkommen auf Mike seine Ernährungsumstellungen. Diese Gehirnfürze, die der manchmal so hat. Ne? Der hat uns auch mal jetzt. Der kam auch mal ganz ernst zu uns und hat dann gesagt, hier, ich mache halt dieses Fasten nach Karneval und so. Ich glaube, der hat das wirklich 3 Tage geschafft. Danach hat er gesündigt, hat er gesagt, scheißegal, ich habe das sowieso. Mir ist wichtig, dass ich esse. Was ich esse, ist mir wirklich nicht so wichtig. Ich muss satt werden. Ich will halt nicht abnehmen, das wirklich. Ich will nicht abnehmen. Ja, wenn du dich ernährst wie ein Kaninchen wirst du abnehmen. Echt eine Falafel anstatt ein Döner, Junge.
War wahrscheinlich ein veganer Vogel, Alter. Durchfall gekriegt. Das war kein veganer Vogel. So, das war's jetzt. Wir haben alle gut gegessen, alle lecker gegessen. Ja. Alle Strukturen gebildet, fertig, alles eingetragen. Ja. Am Ende vom Video jetzt nochmal hier, Sokolov, Steuerkanzlei. Wir verlinken das auch unterm Video. Macht's gut. Ja, und seid fleißig.